Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier Alice 19 Nordfriesischer Marsch. Heute überwiegend, würde ich sagen, Maishexen. Ja, ich würde sagen, kommt ein neuer Abfahrer. Sieht so aus, es macht sich ein neuer Abfahrer auf den Weg. Der steht hier schon wieder. Das müsste der mit dem großen Anhänger sein. Genau, passt. Wo ich gleich nochmal drauf achten möchte, eigentlich bei nächster Gelegenheit, was mit diesen Stücken hier passiert ist. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es da irgendwie ein Problem gab. Ob das tatsächlich noch weniger erntereif ist als das andere. Optisch gesehen nicht. Aber optisch ist nicht immer auch technisch. Ne? Müssen wir mal gucken, was da los ist. Dann haben wir irgendwie ein Problem, dass er nicht vorankommt. Wahrscheinlich steht da irgendwas im Weg, genau. Abgeben konnte er, aber wieder weg kommt er wohl nicht. Und durchaus denkbar natürlich, dass wir weitere Häcksler mit ins System mit aufnehmen sollten. Einfach auch aus Zeitgründen, ne? Ich kann jetzt hier nicht entspannt 4 Wochen noch häckseln. Das ist klar. Deswegen heißt es Vollgas. Erstmal selber. Ja, erstmal ein bisschen selber abfahren und dann gucken wir mal. Hier würde sich natürlich das Rückwärtsfahren noch mal anbieten. In dem einen Video von dem Lona Blunk ist sogar zu sehen, da dachte ich gleich an Vulkanschnecke, falls du es siehst, schöne Grüße. Da fuhr nämlich ein Träger irgendwie 2, 3 stehen gebliebene Maispflanzen schön um. Ein Abfahrerträger. Da dachte ich gleich, ah, da ist ja Vulkanschnecke drin. Die letzten, ups, die verbliebenen Reihen. Die der Häcksler hat stehen lassen, schnell platt farmen, sieht keiner. So, wir wissen ja schon, so 10 km/h fährt der Häcksler. Dem ist 9. Da muss ich nur noch irgendwie hinkriegen, dass auch gaspedalmäßig so zu halten. Also hier sieht man jetzt eben auch schon, wenn man so ein bisschen Fenster hat, ne, dann kann man ein bisschen besser durchgucken. Ups, aber gleich komme ich in den Graben, wenn das so weitergeht. So viel Zeit muss sein. Das legen wir hinten drauf. Ne? Also die Anhängerladung legen wir dann hinten drauf an Zeit. Ein bisschen komisch, dass er so weit hier vorbei häckselt. To this note. Ja, bei den Abfahren im Video sah das auf jeden Fall profihafter aus als bei mir hier. Aber wie ich schon sagte, wenn ihr noch einen Mais habt, versucht es gerne mal selber. Gleich mal so einfach. Der erste Abfahrer ist auf jeden Fall wieder in der Rinde. Ist da wieder bei. Auf den letzten Meter noch. Ja, also diese Rückfahrttechnik hat natürlich definitiv Vorteile.
für den Häcksler. Der muss uns nicht so weit weg brühen, das Ganze, sein Häckselgut. Sondern kann ziemlich leicht den Anhänger eigentlich treffen. Und natürlich, wie man jetzt sieht, der Abfahrer kann direkt wieder abdampfen, wenn er voll ist. Das Feld verlassen, abladen. Ich finde, der New Holland hat echt einen schönen Sound vom Häcksler her. Der Hofsilo-Anhänger entladen macht keinen Sinn, den haben wir noch nicht richtig eingestellt. Der soll natürlich zu BGA Nord, Silos. Genau, Silo 2, ne, Silo 1, ne? Das war auch bei dem Einfeld Wahnsinn, wie viel Dreck da auf den Straßen waren. Das ist jetzt kein Meckern oder so, ne? Von mir vorhin einfach nur so eine Feststellung. Das war schon richtig schön slidig, weil ne, die Träger war schon echt auch ein bisschen matschig ist mittlerweile. Dass die alles auf die Straße raufgehauen haben, alle Achtung. Vor allem, das war ein kleiner Feldweg einfach, ne? Keine groß befahrene Straße, aber als ich ja längst gefahren bin, schön rutschig. Und der fährt wahrscheinlich jetzt hinterher. Sich ja auch gut, nur er muss ja noch hier mit rein in den. Er fährt auch noch kurz ab. Wer ist schneller? Bei dem kann man auch vorne die Klappe sogar noch aufmachen. Das ist natürlich auch praktisch für das Vorwärtsfahren, ne? Sehr cool. Ja, deswegen machen wir das Vorgewende gerne selber. Ihr seht, was der andere da drüben macht, ne? Vor allem, warum ist er da drüben? Nee, nee. Nicht hier klauen wieder. Zumindest bleibt er bei uns. Schon mal gut. Drehkamera passt echt gut. Aber den merkt er eben auch, der kann eigentlich gleich gut übernehmen, ne? Wir werden ja nicht mehr bis zum Ende kommen. Und jetzt gilt es halt auch so, dann bald zu beobachten, wann ist der Abfahrer wieder da. Braucht man tatsächlich für diese Distanz, die wir aktuell hier haben, noch einen fünften Abfahrer? Um diesen Einhäcksler am Laufen zu halten, oder haben wir Wartezeit mit den Abfahrern und könnten wir eher noch einen zweiten Häcksler hier hinbringen. Mit 70%, das sieht irgendwie aus, als wäre ich schon voll. Ich achte, die versuchen unten so in der Minimap die ganze Zeit zu schauen, wann kommt der
Und der nächste. Schöner Übergang. Bis auf 6-7 Pflanzen platt gefahren, auch gut geschafft. So, einmal schnell runter vom Feld. Da würde ich mir auch später im LS22 noch ein bunteres Häcksel, also hier, ne, vom Boden her, wenn man jetzt so sieht, die Stoppeln, sieht man auf einigen Feldern ganz gut, finde ich. Da ist auch noch Luft nach oben, ne, von der grafischen Gestaltung, von der Wirkung her. Richtig eingestellt ist er, Feld 41. Wir müssen noch gucken, ob er eine Rotierung drin hat. Beim Entladen. Na gut, jetzt sind wir an der einen knapp vorbeigerutscht. Nehmen wir die nächste Abfahrt. Hier und drin, jo. Dann auf, jo. Ja, auf geht's, ne? Man gut, wir haben hier trockenen Boden. Können mit dem LKW noch aufs Feld. Wir müssen keine Feldrandverladung mit dem Bagger machen. Ja, aber das war zum Beispiel auch die, also die fahren auch, ne, für die XXL-Biogasanlage, die LKWs, diese Flotte. Und ich glaube, drei von denen waren da, dann waren noch zwei andere LKW-Anhänger da, die ich nicht zuordnen kann, wo ich jetzt nicht wüsste, wo die herkommen. Und ich glaube noch zwei Träger mit Fliegel-Anhängern. Also da war was los, Stau an der Biogasanlage, sehr, sehr cool. Bin mal gespannt, das kommt bestimmt auch echt nochmal gut an bei den meisten, können wir vorstellen. Hab schon überlegt, eigentlich könnte man eine Viertelstunde die Drohne einfach in die Luft stellen und einfach nur aufnehmen, ne? Ohne da jetzt ein großes Tram-Tram draus zu machen. Weil es echt ein spuntes Treiben ist an der Biogasanlage. Könnt ihr ja generell mal reinschreiben, ob ihr sowas sehen wollen würdet. Von wegen 15 Minuten Uncut Biogasanlagen-Action. Irgendwie vermisse ich jetzt schon einen Abfahrer. Aber jetzt würde ich den langsam erwarten eigentlich, ne? Ich guck mal kurz. Ne, ist jetzt auf dem Rückweg. Oh, guck mal. Das ist aber, ne? Es geht, glaube ich, gerade so auf mit denen. Wobei, man muss sagen, wir sind jetzt im Vorgewende. Wie man sieht, das Vorgewende dauert ja ein bisschen länger, ne? Voll ist er. 84. Aber mit dem Fastback, na gut, mit dem Fastback haben wir die kleinste Kapazität. Ist aber kein Problem für uns, ne? Wir haben noch. Obwohl ich auch dachte, eine dritte Häckslerkette wäre auch cool. Mit dem Krone-Häcksler. Dann haben wir noch die Glas-Anhänger, ne? Da können wir auch noch eine Flotte zusammenstellen. Dann haben wir relativ entspanntes Häckseln eigentlich. Wenn man mal selber ein bisschen gucken muss, wahrscheinlich ein bisschen eingreifen. Ich weiß auch noch nicht, ob jetzt noch auf Feld 44 ordentlich gearbeitet wird. Alter, merk mal. Bei ihm denn? Ohne Rücksicht hier durchgecrashed.
glaube, ich habe einen gefunden, der den ganzen Verkehr aufhält. Der noch voll rumstand. Das waren wir irgendwelche Fehler, ne? Weil jetzt häckselt er das mit weg. Das ist, wir sind immer noch im Vorgewende, ne? Das seit einer Stunde so ungefähr. So, Fast Track macht sich auf den Weg. Ansonsten schön. Müssen wir gleich gucken, dass es auf dem anderen Feld weitergeht, weil ich weiß nicht, warum er da so viel Abstand hält. Müssen wir den da erstmal rausnehmen. Und hier wäre natürlich fast von Vorteil, wenn wir müssen zumindest einmal runter rumkommen. Dann wissen wir, alle vier Abfahrer waren einmal voll für ein Vorgewende. Geht aber wohl nicht ganz auf. Aber das wäre kein Problem. Wir machen noch einen Häcksler fertig für das Feld da drüben zum Beispiel. Ey. Okay. Aber hier hin. Da bevorzugt er dann uns, weil wir ein bisschen näher dran sind. Und die letzten paar Prozent wollen wir schon mitnehmen. Also es ist nicht verkehrt, wenn hier keiner im Weg rumsteht, ne, beim Parken und so. Und wir sehen auch da vorne, glaube ich, der erste Deutz kommt wieder. Also aktuell passt es mit den Vieren, aber die Vier braucht man hier auch. So, Kollege, was machst du bloß? Was ist mit dir denn nicht richtig? Weiß man nicht, ne? Kommen sie aber alle wieder hier. Auch cooles Bild. Der hat echt lange den Verkehr aufgehalten hier.
Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Also, das Problem ist nur, wohin mit dem Ganzen, ne? Wir müssen bis zur BGA Süd fahren. Und dafür bräuchten wir eine, also für einen Hexer, der hier drüben das Feld zum Beispiel anfängt, bräuchten wir mindestens 6 Abfahrer. Würde ich mal behaupten, ne? 6 Abfahrer circa. Weil BGA Süd ist ja echt weit weg. Und das müssen auch Abfahrer sein mit Kapazität, also nicht mit nur kleinen Anhängern. Aber es ist doch eine schöne Idee, dass wir das in der Folge morgen anfangen vorzubereiten, oder? Nützt ja nichts. Ja, sonst wird das nichts. Wir müssen die Maisernte hier ja vorantreiben. Also, die schaffen was, das ist auch klar. Aber es ist nicht machbar. Wir haben hier, ne, 2 Felder gerade erst angefangen und wenn das so weitergeht, brauchen wir noch locker 2 Wochen, würde ich schätzen, für die Maisernte. Vielleicht sogar 3. Und dann haben wir fast keine Zeit mehr. Heißt auf jeden Fall noch eine weitere Häckslerkette mit einbauen. Auch wenn der Ertrag hier scheinbar aktuell nicht so übermäßig top ist. Also bei dem ist natürlich dann auch fast die Überlegung, reichen hier 3 Abfahrer. Was haben wir noch an Trägern? Die bringt natürlich auch nichts, wenn die nachher, wohl das wird sich ein bisschen relativieren, sobald die hier loslegen, weil die anderen müssen hier drüben reinfahren, ne? Und dann hätten wir da leichtes Konfliktpotenzial am Start. Aber hier perfekt funktioniert scheinbar. Aber wo der Fahrzeug oben rumfährt, weiß ich nicht. Aber da sieht man, ne, es ist auch eine, es ist so eine Punktlandung. Cool zu sehen, finde ich. Fast-Track haut ab, der kommt leer wieder. Wird gerade ein bisschen durch Verkehr gebremst, mal leider. Und der fährt gerade los. So soll es eigentlich sein. Dann lass uns mal gucken, was wir an der BGA überhaupt noch frei haben. Silo. BGA. BGA Silo 1. Wäre noch frei. Wir hätten noch einen kleinen Fast Truck. Wir haben aber auch noch einen großen Fast Truck. Ne? Also irgendwo, genau. Guck mal, den haben wir, den haben wir. Und hier hinten stand auch noch irgendwas, oder? Genau. Wobei, das sind keine Häckselanhänger. Die würde ich auch nicht mit reinnehmen ins Häckseln. Der muss auch noch getankt werden. Und der muss natürlich dann auch, der kriegt mit den größten einfach, ne? Der John Deere, den könnte man mit reinnehmen. Der ist natürlich ein bisschen langsam. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal 3 Abfahrer, hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was wir... Also 3 Glasanhänger, meine ich, haben wir dafür ja auch. Das ist nicht das Problem. Dann nehmen wir noch einen Krone-Häcksler mit rein, finde ich. Wenn man das ein bisschen saubere Scheiben hat hier. Die Anhänger sind ja auch erstmal egal, die sind eh abgewrackt. Tank noch. Okay. Dauert auch noch ein bisschen mit tanken. Den hier. Der zweite 1050, also die brauchen was Einheitliches, ne? Die kriegen dann, glaube ich, die großen Glasanhänger. Oder wir müssen noch mal 2 Bergmänner kaufen. Mal gucken, wie viel Kapazität die großen Glas haben.
voll getankt. Ja, aber die Zeit läuft weg, aber ich sagte, ne, das, was wir am Anfang verfahren haben mit den Rückwärts, haben wir jetzt wieder dran gelegt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, wenn es gefallen hat, ihr wisst es. Danke für den Support. Und dann geht's hier morgen Nachmittag weiter. In Maishexing. Wenn wir nämlich sehen, dass wir die nächste Häckslerkette vorbereiten und dann morgen Abend ist ja wieder Livestream. Ohne haben 56.000. Dann haben wir den, der hat 51.000. Der Bergmann, der Große hat 61. Dann haben wir noch den Bergmann mit 84.000 sogar. Ach, die Dinger, ja. Das war ja auch der eine, ne? Mit dem Aufbau. Die kleinen Dinger würde ich auch nicht haben wollen. Der ist an sich schick. Aber auch zu wenig. Und die Fliegeldinger eben, ne? Kleineren Abfahrer. Auch alle schöne Anhänger. Alles schick, aber reicht uns nicht. Ups. Ja, also ich glaube tatsächlich, obwohl wir können die anderen auch mit reinnehmen, ne? Da haben wir eigentlich Krone Sammelwagen, die gehen natürlich genauso. Ja, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann, vielen, vielen Dank und tschüss.